bereit, der Regierung in Berlin einen Denkzettel zu verpassen, meine Liebste? Die Vision unseres geliebten verstorbenen Kanzlers in neue Sphären zu heben und ein zweites Regime zu gründen. Eine neue Welt über den Wolken. Heil dem zweiten Regime. Bist du sicher, dass sie schlafen? Ja, natürlich. Merci, vielen Dank für eure Hilfe. Gib ihnen Wein, Zigaretten und Abenteuer. Und diese jungen Dinger glauben dir alles. Genug davon. Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher. Wir müssen in Labor X eindringen und uns für die Machtergreifung Berlins wappnen. Bringen wir es hinter uns. Zieh ihren Kopf zurück. Welch ein befriedigendes Gefühl. Der Blutlinie von Terror Billy ein Ende zu setzen. Versetzt ihren Wein mit Schlafmittel und ich werde ihnen dann den Rest geben. Und dann? Scheiße. Arthur, Cannon. Sind auf dem Rückweg, Abby. Mit der Gans der Baronin ist was im Busch, Leute. Verstanden. Ende. Abby, Cherie, kommst du mit den Mädels bitte in den Gemeinschaftsraum? Mein Liebling, wir müssen den Siegturm zurückerobern. Mobilisiere unsere Verbündeten in Berlin. Bitte, komm mit. Mach sie fertig, Jess. Ich kümmere mich um Abby. Abby! Abby! Luther, komm schnell! Scheiße! Jess, Hilfe! Scheiße! 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 Bleib bei uns, Abby. Tut es weh, Esther? Scheiße, ja, es tut weh, du Idiot. Und los. Stopp, stopp, stopp. Es steckt fest. Lass mich mal, Jess. Kurva Matsch. Oh Gott, oh Gott. Okay, oh Gott. Denk jetzt einfach an was Schönes, Abby, okay? Was Schönes? Er steckt ein Messer in mein... Ich dachte, wir verlieren dich, Abby. Hättest du wohl gern. Hört zu, wenn ihr euren Vater findet, gebt ihm das hier. Sagt ihm, es ist von Zert. Alles klar.
Okay, das habe ich herausgefunden. Als General Lothar sich den Kräften in Berlin widersetzte, schickten sie eine Truppe zu ihm in sein Penthouse im Siegturm. Bei dem Angriff wurde er schwer verwundet, konnte mit Juju aber in den Untergrund von Paris fliehen. Irgendwie sind sie mit dem Widerstand in Kontakt gekommen und haben ihn infiltriert. Diese Leute sind sehr gefährlich, Mädels. Seid vorsichtig.